Na, traut er sich doch nicht durchzuziehen. Nee. Schade, Tim, ne? Gerade ganz krasse Dance Moves rausgehauen. Vitality hat gerade ein sehr starkes Game rausgehauen, haben G2 geschlagen, damit G2 jetzt schon mit 2 Niederlagen. Fehlt nicht mehr viel und sie sind auf dem Stand vom letzten Jahr, ne? Und das, beziehungsweise vom letzten Split. Und das so früh. Ist auf jeden Fall erstaunlich. Auf der anderen Seite jetzt aber Fnatic, die immer noch ein 3-0 schaffen können in dieser Woche, in dieser Super Week. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen. Gegen Excel sollte man eigentlich auch ganz gute Chancen haben. Ja, definitiv. Aber auch nicht zu unterschätzen, also wenn wir da allein Cedril betrachten, den habe ich gestern schon erwähnt, ich finde ihn nicht schlecht, ich finde, der hat auch seine Momente, wo er sehr gut ist, auch Kryze auf der Toplane, gestern kam er nicht zum Zug, da musste er gegen den Hecarim ran auf seinem Vladimir, gegen Orome, der da echt sehr, sehr gut gespielt hat, aber in general glaube ich trotzdem, dass Fnatic hier das bessere Team zumindest auf dem Papier ist. Ja, Annika, wie sieht es bei dir aus? Hoffnung für Excel? Hoffnung da auf jeden Fall, weil ich sagen muss, dass momentan Fnatic gefühlt als das souveränste Team auftritt von allen Teams, die wir jetzt gesehen haben. Gerade jetzt, wo G2 schwächelt, finde ich es interessant, weil Fnatic uns bisher auch schon zu diesen normalen Meta-Picks eben viel Scaling oder viel Early-Game zu picken, so eine eigene gute Mischung gefunden haben. Sonst haben sie selber schon mal geschafft, das hinter auf die Botlane zu flexen, mit einem Choker auf der Top-Lane zu spielen und eben so ein bisschen diese neuen Trends mit aufzupacken, die eben für sie recht gut funktionieren, aber auch eben ein bisschen ihre eigenen Pocket-Picks bedienen. Ja, wir müssen natürlich gleich gucken, wie es in-game aussieht mit der Team-Kombo, aber wir haben von Fnatic auch schon im ersten Spiel gesehen, manchmal ist es doch so ein bisschen Glück, was man braucht, ne? Dieser Baron-Steal, den man da gegen Misfits hatte, ansonsten hätte man das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen. Ist das immer noch so ein Problem, dass die Teams gerade in der ersten Woche sehr unkonstant spielen oder ist es einfach so eine Sache, dass man sich da auch von Game zu Game wirklich anpassen muss, draftmäßig anpassen muss, gerade bei Fnatic? Ich glaube, Misfits hatte einfach gegen Fnatic im ersten Tag ein sehr, sehr gutes Game. Bis halt auf den erwähnten Baron. Ich meine, gerade eben haben sie auch das Spiel gewonnen, obwohl sie jetzt nicht gerade der Favorit waren, aber auch die darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, generell ist die Liga jetzt gerade, bis auf Schalke, glaube ich, ziemlich stacked. Okay. Spaß. Spaß am Rande. Nein, natürlich. Trotzdem, ich glaube, zumindest habe ich jetzt die letzten beiden Tage oder auch heute schon bei den Games gesehen, dass man vielleicht nicht unbedingt direkt den Stempel draufdrücken sollte bei vielen Teams. Weil wirklich jedes Team hier das Potenzial hat zu gewinnen, vor allem gerade in der Meta, wo es um Scaling geht etc. Und du im Late Game eigentlich noch durch eine bessere Combo jedes Game gewinnen kannst, wenn du Games gestallt kriegst. In der Kombination natürlich damit, dass wir viele Teams haben, wo die sich sehr schwer damit tun, Games zu closen. Und dementsprechend, ja, glaube ich, man sollte nicht direkt jedes Team abschreiben. Auch wenn es erstmal so den Anschein macht, dass das andere Team vermeintlich besser ist. Ja, Annika, glaubst du, dass die Teams in diesem Split vielleicht auch ein bisschen näher beieinander sind? Wir haben im letzten Split ja oft gesagt, so, es gibt diese Top 3, eigentlich die Top 2 Teams, G2 und Fnatic und danach kommt erstmal eine Weile nichts, dann kommt Origin, dann Mittelfeld. Ist es so, dass die Teams jetzt vielleicht auch einfach gelernt haben aus dem letzten Split und dadurch eher auf einer Wellenlänge sind? Ich denke schon, dass die LEC, was die Leistung angeht, näher zusammengerückt ist. Ich meine, allein lassen SK, die ja als kompletter Newcomer mit reingestartet sind und auch so ein bisschen als Underdog in der Lage waren, einen Origin zu besiegen, dass sich ja generell auch schon in der letzten Saison, aber auch jetzt über die letzten beiden Spieltage so ein bisschen immer noch als sehr starkes Team herauskristallisiert hat, zeigt eben, dass eben diese ganzen Teams, die jetzt sich neu aufgestockt haben, eben gute Chancen haben, dass man immer wieder diese Picks haben kann und eben diesen Meta-Zugang finden kann. Und ich glaube auch, dass es eigentlich auf Seiten von Excel auch noch so diesen einen oder anderen kleinen Rohdiamanten gibt, der jetzt bald noch vermutlich auftreten wird. Weil gerade eben auch Kryze, ich finde, ein Spieler war, der gerade in der nationalen Liga sehr gut darin gewesen ist, Games zu closen, irgendwie noch eine Winning Condition rauszuholen. Ich denke, gegen Fnatic würde es schwer werden, aber ich denke nicht, dass sie hier weiterhin erfolglos bleiben. Wir haben jetzt ein bisschen über Fnatic und G2 geredet, Tim. Du bist ja der Master der Predictions. Ich weiß, du noch sehr früh im Split. Aber viel eher durch die Champ Select. Also ich finde, gerade jetzt... Was ich von dir wissen will... Ist, wer gewinnt diesen Split? Jetzt möchtest du von mir wissen, wer den Split gewinnt. Ja, du bist der Prediction King. So. Ich habe so das Gefühl, du könntest da jetzt schon richtig liegen. Wir können auch gerne Wette draus machen oder so. Kannst du auch überlegen, vielleicht kennen wir das nach dem Game, wenn du dir jetzt noch unsicher bist. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus was gesagt. Ja, sag aus dem Bauch raus. Ich sag, Mad Lions gewinnt das Ding. Oha. Also ich persönlich bin mit der Antwort sehr zufrieden, weil ich würde Mad Lions gönnen, aber... Das ist ein interessantes Statement. Gucken wir mal, wie Fnatic sich in diesem Game schlägt. Und wie das aussehen wird, erfahren wir in der Champ Select. Das ist ein Statement, Tim. Mad Lions? Ja, mal gucken. Frage mutig, ist mutig. Aber merkt ihr das? Ich würde gerne... Merkt mir das? Ich merke mich ja auch, I guess, aber... Tim aus der Analyse-Ecke, darf ich auch eine Frage stellen? Was sagt dein Bauchgefühl? Wo landet SK am Ende der Season? SK, na, boah, schwierig zu sagen. Das Problem ist ja auch, man weiß ja nie, wie sich die Meta noch shiftet.
Aber wenn ihr mich nach dem Bauch fragt, der ist gut genährt und da sage ich, SK wird Dritter. Wow. Das auf jeden Fall. G2 Zweiter. Das ist halt sehr mutig. Wird bestimmt Erster, weil ich jetzt für den Twitch-Chat das sage. Es war doch nicht Mad Lions, aber im Herzen ist Mad Lions. Kommen wir auf die Champ Select. Ich merke mir das mit Mad Lions. Das ist das Statement, hinter dem ich stehen kann. Wir kümmern uns jetzt natürlich um den Draft, Tim. Twisted Fate wird rausgenommen gegen Nemesis. Ein Bann, den wir sonst wahrscheinlich nicht sehen würden. Aber Fnatic hat halt gezeigt, dass sie gerne mit dieser Roaming Midlane spielen und mit jemandem, der da viel rotieren kann. Ist auch interessant, ne? Fnatic scheint da wieder so ein bisschen rauszustechen und immer noch den gleichen Stil zu haben wie vor einem Jahr. Vor allem das Interessante ist jetzt, dass selbst wenn jetzt Axel nochmal Varus oder Syndra bannt, einer von beiden auf jeden Fall offen bleiben wird. Gestern hatten wir das Szenario, in dem sich Fnatic die Syndra geschnappt hat, da tatsächlich bis zum Ende sogar offen gelassen hat, ob es tatsächlich eine Syndra Midlane oder Botlane wird. Da hat sie dann sogar Reckless letztendlich auf der Botlane gespielt. Und damit bleiben sich sogar beide offen, heißt beide Teams können sich da entweder einen Varus oder die Syndra krallen. Mal sehen, wer hier der erste Pick wird. Der Respekt beim Blitzcrank auf jeden Fall, den finde ich gut. Gestern Hüli Win auf jeden Fall ordentlich gezeigt. Varus hier der First Pick, Syndra als Antwort. Generell immer smart, wenn einfach weil es ja nur 6 Bans in der ersten Rotation gibt und du merkst jetzt von Seiten von Axel, okay, wir können nicht mehr Varus jetzt gebannt kriegen, weil wir andere Bans priorisieren. Das Fnatic, nee, wait, andersrum. Ja, überlege, dann rede. Sie geben Varus ab, um Syndra dann zu picken, quasi um zwei doch sehr, sehr starke, auch in der Theorie Botlaner, sich zu securen. Ja, sehr smart, vor allem der Thresh auch ein etwas besserer Pick gegen den Varus. Man hätte natürlich sich entscheiden können, da auch was anderes zu picken, aber gegen immobile Carries auf jeden Fall gut. Bei Varus ist jetzt die große Frage, was man dazu nimmt. Wir haben schon sowas wie Bart gesehen für mehr Damage, für mehr Poke. Tam Kench bei G2, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir das bei Hylissang erleben werden. Das wäre auf jeden Fall die safere Variante. Was ich auch noch anbieten würde, wäre halt sowas zu kombinieren wie ein Varus und vielleicht eine Karma. Wenn nochmal so ein Enchanter-Supporter ein bisschen besser poken kann. Wobei natürlich Tam Kench die sicherste Variante wäre. Man lässt den Supporter allerdings erstmal noch offen und pickt sich stattdessen erstmal den Gragas als potenziellen Jungle. Fällt mir sehr gut. Also Gragas, sehr, sehr sicher eigentlich Jungle, oder nicht? Mit Gangplank Top-Lane-Pick. Außer es ist Gangplank Mitte, aber eher unkonventionell. Gragas aber meiner Meinung nach, habe ich auch gerade eben schon erwähnt, und das war auch sehr erfolgreich, ein sehr, 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 sehr starker Pick. Vor allem in Kombination mit diesem Varus und mit diesem Gangplank, weil du da jetzt nicht für den All-In gehst, sondern eher dieses Front-to-Back mit Poke spielst, weil du halt nicht jetzt diesen Hyper-Carry-Modus hast, sondern in der Regel Lethality-Varus. Dementsprechend sehr synergiert sehr gut, was Fnatic bis jetzt gepickt hat. Wir haben hier einen Vladimir. Und ihr habt vorhin mehrmals gesagt, Hecarim war eine gute Antwort gegen Vladimir. Vipo ist jemand, der gerne experimentiert. Könnten wir sowas jetzt bei ihm auch nochmal sehen oder war das wirklich eine Pocket-Pick-Sache? Müsste ja Gangplank Mitte. Ja, ich denke auch, der Gangplank wird eher für Vipo sein. Heißt aber auf jeden Fall ein relativ safes Matchup gewählt. Vor allem auch ein Matchup, in dem Vladimir eigentlich relativ free scalen kann. Da passiert in der Regel relativ wenig. Trotzdem hat jetzt eben Axel bisher schon zwei relativ starke AP-Schadensquellen bei sich aufgenommen. Heißt auch, da wird jetzt die Frage sein, ob man hier vielleicht sogar die Syndra mit Botlane stellt oder eben nochmal einen anderen AD-Carry findet, um da eben dieses Loch zu stopfen. Ja, auf Seiten von Axel bannt man jetzt hier natürlich Midlaner, weil man in der Theorie wahrscheinlich schon mit Syndra in der Mitte hat. Und auf Seiten von Fnatic, zumal wenig AD-Midlaner gerade, finde ich, playable sind und du jetzt mit Vladimir Toplane schon den AP-Toplaner hast, das heißt, du bist relativ geforst dazu, gleich noch einen AD-Carry und einen AD-Jungler zu picken, um halt beide Sourcen abzudecken. Auf Seiten von Fnatic war man hingegen mindestens schon mal den Jarvan, allein weil der recht gut ist gegen Gragas und Axel bis jetzt noch keinen Jungler gepickt hat. Ja, da muss man dann gleich gucken, was für Caterer übrig bleiben wird. Sollte man sogar vielleicht jetzt schon picken, einfach, dass man nochmal den Last Pick übrig hat, um sowas wie Syndra noch flexen zu können, um da nicht zu viel zu verraten? Ja, man sollte hier, denke ich, definitiv für Jungle gehen. Außer man hat jetzt hier einen Midlaner im Petto, beispielsweise, oder einen AD Carry im Petto, den man securen will. Er entscheidet sich jetzt hier aber auch für den Olaf. Vor allem ab Level 6, dann kann er den Gragas ziemlich überrennen, weil er halt nicht CC'd werden kann. Sehr, sehr starker Pick auf jeden Fall hier gegen Fnatic's Combo.
Auf jeden Fall eine Comp bisher auf Seiten von Excel, die eben gut darin ist, in diese Teamfights reinzufinden. Jetzt vor allem Fnatic, der Problematik, sie müssen jetzt so langsam mal ihre Botlane mit da unten auflösen und herausstellen, welcher Supporter da unten mit Varus hingehen würde. Muss den eben protecten. Ist ein sehr immobiler AD Carry, heißt, man hat hier jetzt die Lösung mit Tahm Kench gefunden. Das ist eine eher defensivere Variante, weil die vor allem später in den Teamfights seinen Luxus hat. Orianna wäre nochmal eine Möglichkeit, ein weiteres Schild zu transferieren, nochmal mehr Teamfight mit reinzubringen und auch vor allem eine Midlane, die gegen Syndra gegenhalten kann. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben Hüdisa einmal auf Braum erlebt, einem sehr defensiven Supporter, und der hat nicht so gut performt. Dann auf Blitzcrank was Aggressivem, jetzt Tahm Kench. Tim will unbedingt was sagen. Ja, ich will mich gerade aus dem Fenster lehnen, auch wenn der Pick sehr unkonventionell ist, aber ich könnte mir bei Excel sogar eine Sivir vorstellen auf AD Carry, weil man mit dem extra Movement Speed dann auf Fnatic drauf rennen kann, weil gerade fehlt Excel dieser Hard Engage. Sie haben bis jetzt nur über Movement Speed und über Reinrennen können sie auf die Gegner. Oh, und ich Tim! Bin so gut! Ich bin so gut! Komplett insane. What the fuck? Also, fördert mich oder alle so. Prediction. Keine Ahnung. Was ist das hier? Alle Predictions von Tim bisher heute richtig. Nicht nur heute, auch gestern und vorgestern. Ich glaube, Tim, du solltest mal irgendwie, keine Ahnung, Lotto spielen oder so. Weiß nicht. Ich glaube, Glücksspiel ist nicht so deins, ne? Ja, schwierig auf jeden Fall. Wer gewinnt hier, ist die große Frage. Mir gefällt Excel gut. Wenn Fnatic das aber schafft, über den Varus zu snowballen und über den Gangplank top, gewinnt das Fnatic. Wenn Excel es schafft zu scalen, vor allem mit der Sivir und dem Varus, werden sie im Late Game einfach überrennen. Ich schließe mich einfach mal an. Ja, hier ist eine gute Einschätzung. Gegen Tims Five-Head kann man auch nichts mehr sagen. So, da ist komplett vorbei. Deswegen, ja, Excel mit einer interessanten Kombo sieht man auch nicht alle Tage. Aber Tim hat es vor seinem geistigen Auge schon gesehen. Einfach hyperintelligent. Die große Frage, die ich jetzt an Aizo Mori habe, hättet ihr es auch gewusst? Hättet ihr sie wie predicted? Seid ehrlich. Um ehrlich zu sein, hatten wir eigentlich Syndra Botlane schon fast gedacht, oder zumindest du hattest es ins Rennen gebracht. War definitiv eine Möglichkeit, die bestand, Syndra als Flexpick hier einzusetzen, gegen immobilen Carry sowieso. Das Problem war, Tahm Kench wurde dann gezeigt, und da muss man sich bedenken, ja, gegen Tahm Kench ist Syndra jetzt nicht ganz so erfolgreich. Gleichzeitig wurde dann Ori gezeigt, und Ori hat wenig schwierige Matchups, aber Syndra ist tatsächlich eines der schwersten Matchups, das sie in der Mitte hat. Und diese Konstellation für Orianna, gegen Syndra und gegen Olaf spielen zu müssen, wird sich später schon vor gute Herausforderungen stellen. Und Sivir ist quasi ein Champion, der übel gut mit Vladimir interagiert. Weil Vladimir selber hat ein großes Problem. Er ist eine richtige Damage-Maschine. Er kann alle gleichzeitig töten und gleichzeitig kann ihn niemand töten, wenn er sich 5 Milliarden Lebenspunkte wieder hochheilt. Er hat aber sehr wenig Mobilität, was man mittlerweile so ein bisschen über Face Rush ausgleichen kann, und kein HCC. Und Sivir gleicht so eine Schwäche quasi ein bisschen aus. Also drückt er, und er ist schneller im gegnerischen Team. Ja. Das stimmt auf jeden Fall, und damit hast du auch jetzt wieder eine Möglichkeit, überhaupt in die Teamfights zu kommen. Trotzdem muss man natürlich sagen, Vladimir, Sivir sind beides Champions, die nach hinten raus brutal stark sind. Heißt auf der anderen Seite, dass Special und Cedril das Early Game carryen müssen mit ihren Champions. Das heißt, wir werden hier viel über Mitte Jungle sehen bei Excel. Bei Fnatic ein bisschen anders, die Orianna ist ein Stable-Pick mit Problemen. Aber hier hat man natürlich, ich meine, es ist Fnatic, gerade mit dem Varus eher die Hoffnung auf Reckless. Ja, definitiv. Und Varus ist nun mal einer, wenn nicht sogar der beste Champion, der dort ganz hoch priorisiert wird auf der Botlane. Scaling muss ich zwar nicht unbedingt, das haben wir schon herausgestellt, aber er bringt immerhin den Vorteil mit, dass er eingebaute heilungsreduzierende Effekte hat, von denen es ja aktuell nicht ganz so viele bei League gibt. Das ist tatsächlich auch so ein Knackpunkt. Ich hoffe, die wird Riot bald angehen, was diesen Heal Reduce angeht, weil fairerweise Ruf des Henkers, finde ich, ist ein cooles Item. So, nicht jeder braucht das ausgebaute Item, aber du hast mit 800 Gold eine sehr kostengünstige Variante für die klaffenden Wunden. Als APler sieht es da schon ein bisschen anders aus. Als APler hast du halt Morellus und ja. Morellus ist aktuell echt ein bescheidenes Item. Ja, du baust es halt wirklich, wenn nur für Heal Reduction aus, aber sonst brauchst du es eigentlich. Du brauchst 3000 Gold für das Ding, um da die Healungs-Reduction zu bekommen. Ne? Das ist so eine Sache. Genauso mit der Bramble West. Aber man hat doch Ignite auf der Midlane, Ice. Ja, genau. Deshalb haben wir auch Double TP gerade. Naja, ich denke mal, in naher Zukunft wird da irgendwas kommen. Also das mit der Heilung als Midlaner zu kontrollieren, ist da immer, ist ein bisschen anders schön. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der gute Varus, der hat das hier automatisch auf seinem E mit eingebaut und kann Vladimir so ein bisschen im Zaum halten. Aber der wiederum mit Face Rush und Pool kommt auch relativ schnell da raus. Also ganz so einfach wird es dann doch nicht. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Fnatic bisher
ich sag mal, nicht ganz konstant. Wir haben aber auch zwei Spiele gesehen. Am Freitag mehr Glück als Verstand, kann man schon fast sagen. Das Game wurde ihnen geschenkt, obwohl es gar nicht gut aussah. Gestern mit einer sehr souveränen, sehr soliden Leistung. Und heute kann man daran hoffentlich anknüpfen. Ja, man muss allerdings auch sagen, also ne, an sich ist natürlich Fnatic hier absolut in der Favoritenrolle gegen Excel. Also eins der besseren, eins der eher weniger erfolgreichen Teams, formulieren wir es mal so, zumindest der letzten Splits, die hier aufeinandertreffen. Trotzdem, ja, also Props nochmal an den Draft. Daran sollte es nicht scheitern sein. Excel, wir sehen auch das, was du angesprochen hast. Midlane Prio mit der Syndra. Mal schauen, was sie daraus machen. Ja, das wird auch lange so bleiben. Muss leider auch immer den Stun respektieren. Ein bisschen schöner ist das Matchup geworden, seitdem der Stun von Syndra, also ihr E, um 2 Sekunden nochmal hochgesetzt wurde. Das war auch bitter notwendig. Immer noch ein sehr schwieriger Gegner. Aber das Gute ist, per se ist sie jetzt nicht viel schwächer dadurch geworden, aber du musst als Syndra viel mehr drüber nachdenken, wie du deinen Stun in der Mitte einsetzt. Wenn du ihn offensiv einsetzt, machst du dich 2 Sekunden länger jetzt gankbar. Sogar sehr gut gankbar, weil ihr Stun ist ihre einzige defensive und offensive Mechanik, wenn man so möchte. Ja, sehen Sie hier gerade. Ich meine, darf er da eine gute Reichweite und es auch gut unterzubringen. Ja. Spannend ist natürlich, wo Fnatic die Ganks ansetzen wird und ob man diese Thresh-Sivir-Lane, wenn wir über sicher reden, ist das ja auch eine safe Lane mit dem Spell-Shield und Thresh natürlich sowieso, wo man da die Ganks ansetzt. Und Top-Lane brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist einfach, die beiden lassen sich in Ruhe, farmen sich feuchtfröhlich hoch und beide scalen. Ja. Da bin ich auch voll und ganz bei dir. Das ist auch das Schöne. Sie haben den Sivir-Pick, dadurch, dass sie diesen Flex-Syndra-Pick eine Zeit lang hatten, erst ganz zum Schluss zeigen müssen. Und Sivir ist ein Champion, der kann auch nach hinten losgehen. Ja, Champions wie Jarvan zum Beispiel sind super, super gut darin, sie einfach zu bestrafen. Ja, ich meine, wohin willst du laufen, wenn du überall, ne? Aber, genau, und in dem Szenario gibt es halt nicht so viele Optionen. Du kannst selbst, wenn du gut genug bist. Jetzt müssen wir natürlich sagen, normalerweise spielen die alle mit dem Ping, der halt auf bei 2 oder 3 liegt, wenn die offline dort direkt auf dem Gelände im Studio spielen. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Die sind jetzt gerade auf den Tournament-Clients unterwegs, da ist es ein bisschen schwieriger mit dem Ping. Richtig, vor allem, da hast du Berliner Internet. Ja, und da kommt nämlich vor allen Dingen der Fakt ins Spiel, dass die Chain of Corruption von Varus ein sehr schneller Engage ist. Und das könnte tatsächlich mit normalem Internet schon etwas schwieriger werden, quasi diese Information oder diese Animation von Stevie mit dem Spellsheet zu blocken. Also da bin ich gespannt, in welche Richtung das nachher geht. Cedro selber, der hat sich schon mal gesagt, jo, Drachen fange ich an, Botlane Prio, Midlane Prio, ich glaube, da brauche ich nicht weiter was erklären. Ja, und Thema Prio, damit hat man natürlich auch den Drachen sicher seitens Excel, also sehr, sehr schön, Fnatic. Anders als G2 im letzten Game, wissen sehr wohl, das sind jetzt Dinge, die man jetzt nicht unbedingt fighten sollte, lassen es daher auch komplett mit den Fights an der Stelle und spielen einfach ganz normal die Lanes aus. Hier ist dann nochmal unterwegs und Safemate macht das Beste raus. Ja, ist erstmal im Topside-Jungle jetzt unterwegs gewesen, versucht da ein bisschen zu räubern, aber Cedral ist halt zügig unterwegs und sogar im Level auch vorne, aber das ist halt Olaf. Und der kriegt sogar die Raptoren noch. Ist sogar ein bisschen bitter für Selfmade, weil das ist der Elva-Patch. Predator wurde noch nicht geändert. Bedeutet, Predator hat einen deutlich höheren Cooldown und er prockt auch gegen Minions oder wenn du Knallzapfen oder sowas aktivierst. Das ist ja quasi ein bisschen schöner gemacht worden jetzt, dass Predator zwar weniger Schaden macht, dafür aber schneller aktiviert wird auf dem 12er-Patch und nicht mehr bei jedem einzelnen Angriff auf irgendwas direkt ausgelöst wird, dass du den Schaden im Movement Speed dann nochmal ein bisschen behalten darfst. Ja, aber das ist ja seit jeher ein bisschen verzögert. Ja, spannend wird, wo es jetzt weitergeht. Level 6 ist auch erreicht, zumindest auf der Midlane. Ja, das würde es zum Beispiel wiederum interessant machen, zum Beispiel für Cedral hier für Ganks anzusetzen. Setzt allerdings voraus, dass Syndra auch einen Stun trifft und Lorianna auch entsprechend weit vorne steht. Oh, wir müssen Fico erstmal das Pflänzchen gönnen. Bisschen Mana extra, kein Ding. Ja, Botlane, wenn da Reckless nicht nach vorne kommt, die müssen halt Level 6 wirklich stark mit der Botlane arbeiten, aber da haben sie auch die Möglichkeit für. Da haben sie nämlich das Problem, dass Sivir auch einer, und wir reden ja aktuell von einer sehr hart skalierenden Meta, auch einer der Hyper-Skalierer ist. War früher gar nicht so schlimm. Dieser Sivir-Hyper-Carry-Moment, der hat sich quasi damals richtig hart ins Game eingeschlichen, als die das auf dem Ricochet, also auf dem W von Sivir, so gestrickt haben, dass wenn der erste Auto-Attack krittet, kritten alle anderen Treffer mit dem Ricochet auch. Das ist später im Team, falls einfach... Das ist Damage on Mass. Ja, und ich meine, ne, wir haben nicht umsonst das längste Spiel in der jemals competitive gespielten Serie mit Sivir gesehen. Stimmt, ne? Ja, das war Jhinnia Greenwings gegen SKT. Absoluter Rekord auf diesem Top-Niveau. War mit Sivir eben ein Game, was man dann, wo man auch gegen
drei offene Inhibs noch verteidigen kann. Ja, und das ist halt nicht ohne Grund so gewesen. Sivir ist halt auch einer der wenigen AD-Carries, und das können wirklich nicht alle, die viel Wave-Clear mitbringen und viel Wave-Pressure. Und das ist was auch richtig, richtig gut funktionieren kann. Und vor allen Dingen auch, wenn dein Team mal behind ist. Weil Axel, wenn die jetzt zurückfallen, die müssten sich nicht gleich denken, oh nee, jetzt können wir das Game nicht mehr holen oder so. Das Scaling ist über Toplane und über AD-Carry-Position richtig bombastisch. Sie haben quasi einen sehr, sehr guten Träger. Also sie haben halt trotzdem gute Lanes und einen Early-Mid-Game-Träger über Olaf im Jungle. Und auch Syndra ist alle Spielphasen ziemlich effektiv. Nee, Syndra, sprichst du auch was an? Axel hat eine ziemlich smarte Comp, die man auch von behind spielen kann. Nicht nur wegen der Sivir, sondern auch, wenn du belagert wirst mit den Cat-Minions, ist es oft das Problem, an die ranzukommen, gerade mit dem Nash. Syndra kann das, weil die nimmt das Ding einfach und schmeißt es einfach zu dir hin. Ja, stimmt. Das ist auch ein sehr faszinierender Champion, was ihre W-Mechaniken angeht. Ups. Jetzt muss Special ein bisschen aufpassen, hat aber Tore. Wir müssen auch mal darauf achten, ne? Special spielt die ganze Zeit sehr zurückhaltend in der Mitte und setzt seine Stunts nur dann ein, wenn er weiß, dass Olaf oder Fresh in der Nähe sind. Also immer, wenn unsere Kamera da war und wir einen Stunt von ihm gesehen haben, war es immer nur, weil er wusste, er hat Rückhalt. Ja. It ain't much, but it's honest work. Und man sieht, ja, es funktioniert für ihn auch. 30 CS hat er inzwischen auf diese Art sich nach vorne ergaunert. Und ja, Fnatic jetzt dran am Herald. Nutzen hier tatsächlich aus, was man gerade Cedril gesehen hat. Tore noch da. Und nutzen hier einen Tempo-Vorteil jetzt aus, weil Patrick ist noch auf der Bot-Side. Der kriegt Platings. Ist nicht dabei, das heißt, da sein TP auch noch auf Cooldown. Keine Möglichkeit für Axel hier irgendwie in den Fight zu gehen, weil Fnatic die Überzeitsituation hat. Ja, eigentlich ganz okay. Da haben sie das Gangplank Ultimate nochmal eingesetzt, um die Wave wegzuklären. Aber letzten Endes wird, glaube ich, bei dem Herald nicht ganz so viel rumkommen. Da fehlt, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Power. Platings oben sind noch nicht gefallen. So den ganzen Turm jetzt auf einmal einreißen, bevor die 14. Minute abgelaufen ist, ist, glaube ich, keine Option. Das wird nicht stattfinden. Und jetzt müssen sie gleich wieder zurückswappen. Das ist jetzt sogar interessant. Also eigentlich sollte Fnatic das jetzt so machen, dass sie aus dem Tempo heraus jetzt einfach backgehen, direkt wieder Richtung Botlane, weil der Drache gleich spawnt. Und Axel ist viel zu spät hinterher geswappt. Vladimir hätte oben wahrscheinlich noch eine Wave mehr annehmen sollen und sie hätten direkt wieder Botlane marschieren sollen. Dann können sie sich dort einfach das Drachen, das Drake Pit, als Hoheitsgebiet sichern. Spricht aber auch ein bisschen dafür, dass Axel sich jetzt denkt, ha, wir haben den ersten Drachen bekommen. Wir brauchen den zweiten gar nicht, Jungs. Und wir scalen hier richtig heftig rein. Ja. Vielleicht lassen wir das Ding einfach gehen, nehmen dafür jetzt Platings oben mit, so gut es geht, und traden den Drachen einfach dafür. Ich meine, insgesamt sind sie im Gold vorne und Patrick hat das auch sehr, sehr gut getan, weil er unten zwei Platings direkt nochmal bekommen hat. Solo-XP und Solo-Gold entsprechend auch im Level vor Reckless. Ich bin gespannt. Ich meine, gerade solche Rotationen machen ja auch den Unterschied zwischen den Top-Teams aus. Ja? Wir sehen auf einer Laning-Phase, da passiert kaum noch was. Das ist nicht mehr 2014, wo du Assassins hast, die sich gegenseitig Solo im 1 gegen 1 töten. Das passiert kaum noch. Sondern eben diese Rotationen sind es, was Spiele auch entscheidet und diese Entscheidung. Jetzt Axel dran, eben zum Drachen. Fnatic steht da schon bereit. Herald ist gecastet, aber dann geht's schon mal drauf. Bipo mit dem Flash raus, Tore reingeworfen, gute Ultimate. Und der ist schon mal down. Exhaust auf Special ist wichtig. Und Bipo erledigt von Kreis. Das ist halt ein Vladimir. Ja, der hat auch relativ freien Zugang bekommen. Ja, ihr seht schon, also mit so einer Komposition, Sivir Ultimate sehr frühzeitig gezündet, einfach bloß, weil man gesagt hat, Jungs, wir sind jetzt in Position, um einen Teamfight mitzunehmen. Und einfach rübergerannt. Sie haben Ori in der Mitte gesehen, wussten, Ori wird halt niemals Zugang zu dem Teamfight bekommen. Also von ihnen hier gar nicht schlecht gemacht, aber der Drache bleibt erstmal noch offen. Ja, das ist natürlich der Nachteil, 1-1 hat man, glaube ich, gerade getradet. Ja. Da war ein sehr, sehr gutes Barrel von Selfbelt dabei, hat alle Gegner separiert. Und dadurch einen Einzelnen quasi ein bisschen voll die Lunte geholt. Schöner Stun hier erstmal. Und er sagt einfach noch, das Barrel hier einfach perfekt. Dadurch kann man Tore erstmal herausnehmen. Ja, und danach können sie ein bisschen aus sich zurückziehen. Fnatic wird hier einfach von Trice zu sehr aus der Flanke bedroht. Ja, generell so ein Vladimir in der Flankposition natürlich sehr, sehr stark. Man hat Platings auf der Botside bekommen, allerdings den Turm eben nicht. Normalerweise ist das ja das Ziel mit dem Herald. Fnatic da so ein bisschen überrascht, dass Axel da komplett kompakt auftaucht. Und wie du schon gesagt hast, Nemesis konnte in den Kampf nicht mit eintreten, einfach weil er, ja, hätte er sich dazu bewegt, wäre er einfach abgefangen worden. Also schön. Also ich glaube, so langsam merkt auch jeder, warum wir gesagt haben, dass uns diese Komposition von XL so gefällt. Weil sie einfach so richtig viel Synergie mit drin haben, das jetzt auch gut rausspielen. Sie haben quasi Hard Scaling, aber trotzdem keine Losing Lanes. Und das ist was du nicht oft in einem Draft miteinander vereinbaren kannst. Ja. Muss man einfach wirklich nutzen, ne? Also wirklich wunderbarer Draft von Axel. Zweiter Drache geht entsprechend an. Sie sind auch dran nach diesem Fight mit Tempo-Vorteil. Gleichzeitig Patrick wieder die Solo-XP, wieder den Farm da für sich. Und generell sind sie wir
wenn sie nicht gepunished wird, so ein eleganter Champion, weil der Clear the Wave, Kall jetzt gerade fertig gesteckt worden, nochmal ein ordentlicher Geldsegen. Insgesamt führt Exe ja auch im Gold und wenn sie das sauber unterspielen können, ja, dann wäre das gar nicht mal so schlecht für sie. Hillisang wird CC'd, mit dem E kann er sich nicht mehr retten, weil Cedril ihn da nochmal abholt mit der Axt. Ja, auch wenn es knapp war, Sivir Ultimate dafür eingesetzt. Ja, aber dafür hast du so. Ja, kommen wir jetzt übrigens zu der nächsten Synergie. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr feiere ich diese Kombo von Axel. Auch hier, Olaf ist ja jemand, der sehr immobil ist und der auch durch reinen Movement Speed super hart profitiert, weil er ist unstoppable. Oh, wenn er sein Ultimate aktiviert, kann jetzt auf ich Special und den holt er ab. Na, hätte er vielleicht noch flashen können, wenn SafeMate ihn da entsprechend anflasht. Hatte versucht, das mit dem Stun zu machen, das hat dann nicht geklappt. Ja, und jetzt sehen wir gerade mal den Goldunterschied. Also Patrick ist da schon einiges vorne, auch auf der Midlane. Dafür hat man links im Jungle und Toplane das Nachsehen gegen Fnatic. Teleport für die Midlane jetzt hier eingesetzt. Das ist übrigens das, was ich meinte. Die Chain of Corruption ist normalerweise schon flashbar, aber die Zeit ist so gering. Und lass halt ein bisschen Hyping dazwischen sein, du schaffst das Ding aber nicht perfekt zu flashen. Wenn Special das Ding da geflasht hätte, hat er ziemlich wahrscheinlich sogar überlebt. Auch wenn er da ein bisschen out of position war. Nächster Teleport direkt eingesetzt. Das ist das Schöne, wenn du so viele Teleports im Team hast mit drei Stück. Da musst du auch nicht drüber nachdenken. Habe ich einen auf Cooldown, muss ich einen behalten für die Map-Hoheit. Sondern da kannst du einfach bis rausballern. Da, wo Farm ist und angenommen werden muss, geht einfach einer hin. Und Thema da, wo Farm ist, ne? Also ich meine, selbst wenn Special abgeholt worden ist, er ist halt einfach fast 40 CS vorne, hat seinen Loons fertig, werden wir gucken bei Nemesis. Ja, wir haben heute schon ein Game gesehen, wie stark so ein Orianna Shockwave sein kann. Hier noch meilenweit davon entfernt. Also weder Stab des Erzengels, noch Loons, noch irgendwas. Alles, was der bisher hat, ist Mana. Und das macht halt kein Damage, es sei denn, du bist Ryze. Ja, oder du hast den Stab dann halt ausgebaut. Dann kannst du Mana auch Gott sei Dank zu Schaden umwandeln. Das ist jetzt auch diesmal wieder die Orianna-Variante, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Also die Orianna, die über Presence of Mind arbeitet, um da sich noch einen höheren Mana-Pool anzueignen. Funktioniert mit dem Stab hervorragend. Ja, der Olaf, der geht hier schon mal Richtung Full-Tank-Modus. Da gibt es also keinen Black lieber als zweites, sondern es werden sich einfach Magieresistenzen gegönnt. Und nicht verkehrt, ich meine, Schaden ist ja genug im Team. Mit Sivir und zwei AP-Carries musst du dich da jetzt nicht unbedingt in Richtung Damage wenden. First Turret für Axel, für X-Special. Generell im Sideland-Duell auch eine Syndra, dann nochmal stärker als eine Orianna. Orianna da nicht gerade der Sideland-Champ schlechthin, aber Crossmap technisch Fnatic mit dem Turm zieht nach, auch wenn es nicht der First Turret war. Muss aber aufpassen, ne? Also du hast erstmal recht mit der Sideland-Info, man darf hier aber nicht vergessen, dass ein Tahm Kench mit im Spiel ist. Und ein Tahm Kench kann für immobile Carries in der Sideland super schnell gefährlich werden. Und tatsächlich ist es ja das, so Galio, Twisted Fate, Tahm Kench, das sind quasi Champions, die richtig gut in den Stil von Fnatic reinpassen. Also mit den Champions haben sie Practice und wissen, glaube ich, auch sowas zu bestrafen. Das hat man Special da, wenn er nicht weiß, wo Tahm Kench ist, immer aufpassen, dass er nicht einfach von der Tahm Ultimate Hops genommen wird. Ja, dann gebe ich dir vollkommen recht. Fnatic nutzt jetzt gerade Toplane Prio aus, holt sich den Herald, während Axel da versucht, natürlich an den Tier 2 zu knuspern. Aber mehr als ein Drittel gibt es da nicht. Muss man jetzt sicher auch zurückporten. Also Fnatic mit einem Free Herald. Was bekommt Axel dafür? Nicht wirklich viel, muss man sagen. Sehen jetzt hier nochmal XP, was auch nochmal wichtig ist. Special bekommt eben sehr, sehr viel, auch über die Sidelane. Solo XP mit dazu, aber denke gerade interessant ist hier auch nochmal der Unterschied zwischen Patrick und Reckless, der inzwischen wirklich negiert worden ist, einfach weil Fnatic so ein Team ist, was auch immer wieder Reckless die Ressourcen zuschiebt. Jo, der will ja jetzt auch gerade mit Game dann ordentlich Gas geben. Fairerweise ist das ein Game, wo glaube ich später Varus auch nicht ganz so hart abfällt, weil die Frontline von XL nicht bestialisch ist, aber der Vladimir macht mir jetzt schon Sorgen. So, Vladimir Late Game, das ist. Viele beschweren sich oftmals, oh, Vladimir ist ja broken und was er nicht alles machen kann, aber also er hat halt ganz klare Stärken und auch ganz klare Schwächen. Da wurde übrigens gerade ein Cannon in die Night. Hüdisang, du Frechdachs! Ja, 30 Sekunden jetzt, bis der Drache da ist. Hook erstmal da auf Hüdisang, Cedric zur Stelle. Ab auf den Wels hier. Olaf Ultimate schon früh gezogen. Ich hab gerade gewundert, dass er so defensiv damit rausgeht. Also ich hätte gedacht, dass er jetzt da voll auf Hüdisang einbrettert, um ja, zu ein bisschen Flash zu forcen. Vor allem, weil noch Full Life. Ja, aber Hillisang muss hier backporten. 15 Sekunden noch, bis der Drache da ist. Er hat noch Ultimate zur Verfügung, also er sollte rechtzeitig da sein. Und ziemlich schlecht, weil das, was sie jetzt quasi damit gemacht haben, zwar Hillisang nicht getötet, aber sie haben die komplette Vision für Fnatic. Oh, starker Hook hier auf Nemesis und dann ist Tore da, zusammen mit Cedril. Ja, Ultimate, aber Nemesis kommt raus. Special, Special.
Oh, mit dem Ward zusammen und dann die Ultimate, der Stun und das ist stark gemacht, aber auch das reicht nicht. Nemesis, der Überlebenskünstler an der Stelle. Ah, das, also wenn das Special mechanisch ein bisschen besser macht, dann haben sie den Kill da auch. Aber trotzdem nicht verkehrt. Sie halten Fnatic hier ganz, ganz hart aus dem Drake Pit raus. Aber dafür dann in der Mitte der Herald eingesetzt und eine Menge vom Turm schon bekommen. Exhaust, die Azili Sang frisst da nochmal die Shockwave und damit Special Down. Und Fnatic schlägt hier zurück. Axel, da lassen sie sich gerade so ein bisschen auseinandernehmen. Fnatic übernimmt den Drachen und vielleicht jetzt auch das Spiel. Ah, bitter. Also da war das Verhalten. Ich glaube, zum Anfang auf Hylissang den Flash zu forcen, wäre locker drin gewesen. Und auch den Kill auf Nemesis mitzunehmen, wäre nicht wirklich schwierig gewesen. Oh, da muss auch der nächste Flash dran glauben. Gangplank mit den Drachen hier mit. Ja, aber damit der erste Drache für Fnatic. Und der ist nicht unwichtig, weil damit können sie den dritten und auch die eventuell frühe Soul für Axel erstmal vermeiden. Und das hier, wir haben vorhin drüber geredet, wann die Cloud Drake Soul richtig stark ist. Und Jungs, das ist eine Cloud Drake Soul. Und wir haben einen Vladimir im Spiel. Ich glaube, das ist was, was Fnatic äußerst umgehen möchte. Ja, auch Olaf profitiert davon, ja, sieht ihr. Also das ist ein Team. Als ob sie es gewusst hätten, dass die Cloud Drake Soul kommt. Ja, ja. Einzige Champion jetzt so. Thresh und Syndra gucken ein bisschen in die Röhre, aber... Sivir ist ja auch Genius damit. Ja? Sivir drückt Ult und Speedy Gonzales. Speedy drückt Ult und bekommt noch eine Ult. Ja, so ungefähr. Für sie selber halt. Aber ja, im Endeffekt ist es so. Midlane-Durm auch hart angeknackst. Das war ein starker Held von Fnatic und ein gutes Play hier dann mit dem Catch. Und das sorgt dafür, dass wir hier im Gold gleich sind. Und wie gesagt, ne, Late Game, muss ich sagen, ist Axel echt gut dabei. Selfmade jetzt nochmal dran. Tore macht das gut. Mit dem E schafft er es nochmal raus. Hat hier richtig Tanzschuhe am Start, der Junge. Links, rechts spielt die Gegner schwindelig. Okay. Da kam sofort das Ramos-Emote hinterher. Ah, schade. Also der Flash von Selfmade, der ist nicht ganz angekommen. Wenn der ankommt, das ist ein super cooler Play. Dass er jetzt nicht angekommen ist, ist bitter, weil der Flash von Gragas auch äußerst viel wert ist. Das sollte man hier nicht unterschätzen. Damit haben die Carries erstmal ein bisschen Ruhe. Weil Gragas ohne Flash ist relativ gut lesbar. Da weißt du immer, wo sind seine Grenzen und wie weit kann er gehen. Vipo mit dem Turm auf der Botlane. Er hat auch schon Trinity fertig, X-Drinker. Jetzt ist Kryze dabei. Er braucht natürlich diesen X-Drinker, diesen Matchup unbedingt. Sonst sieht es da ein bisschen mau aus. Ja, Tier-1-Turmreihe insgesamt nach 20 Minuten noch nicht gefallen. Wer hätte es gedacht, wenn so viele Waveclear-Champions mit dabei sind? Ah, wirklich schwierig. Ja, aber auf beiden Seiten aber. Man muss ein bisschen aufpassen. Meine, für ihn ist die Axt von Olaf jetzt nicht ganz so gefährlich. Face Rush ist einfach gegen Olaf super, super strong für ihn. Weil er diesem Slowdown entrinnen kann. Aber der Damage von Syndra plus Olaf kombiniert wäre ein bisschen zu viel für ihn. Ah, hier nochmal Augenmerk auf seinen Flash. Der ist noch ein Weilchen auf Cooldown. Interessant auch, ja, bei Fnatic, Vipo derjenige mit dem meisten Gold, nicht Reckless, oftmals natürlich anders, aber hier auch bedingt durch den Gangplank-Pick, sicherlich. Na, gerade nochmal der Hook und jetzt gibt es die Tahm-Kench-Ultimate, sofort die Pings. Will natürlich diesen Turm hier verteidigen, bis zum Drachen dauert es noch ein bisschen für Nash. Auch wenn er gerade gespawnt ist, sehe ich jetzt noch kein Team, was da jetzt so die DPS hat, um das so schnell zu machen, dass das andere Team davon keinen Wind bekommt. Ja, ja, ist auch der Punkt. Also hier sind jetzt nicht die hohen DPS-Maschinen mit dabei, die halt besonders viel prozentualen Schaden haben oder besonders viel Schaden gegen Ziele auf der Stelle. Wenn wir da Azir zum Beispiel als Beispiel nehmen, sondern das sind halt wirklich auch High-Scaling-Kompositionen, die jetzt aber noch ein bisschen brauchen. Und Nasher zu rushen, bin ich voll bei dir. Das ist da gerade nicht unbedingt eine gute Option. Nee, also das ist halt immer so eine Sache, wo du eben DPS brauchst. Also was beide Teams jetzt wahrscheinlich machen werden, ja, Tier-1-Turm-Reihe weiter durch Rotationen unter Druck setzen, aber insbesondere den nächsten Drachen ins Auge fassen. Und dann schauen, was so ein bisschen dazwischen passiert. Gold hin und her schieben, was man durch die Rotation auch immer wieder gut machen kann. Was wir aber natürlich auch immer mehr sehen, gerade wenn so, ne, die Laning-Phase mehr oder minder durch ist, gerade die Botlane auf die Midlane verschoben. Und wenn man schaut, wer kommt dabei besser weg, muss ich sagen, beide Teams haben dann Vorteil, werden eben, oh, erstmal jetzt Kryze. Na, schön gecatcht, geht nochmal in den Pool rein, oh, aber oh, mit dem Flash versucht rauszukommen, aber oh, gut von Selfmade. Dann nochmal der Heal und der läuft einfach komplett, der nächste Heal, Gangplank Ultimate. Ja, kann und Kryze, wow. Dann der Slow und fast und weg ist er es rausgeschafft. Das war schon fast der BM. Lass den Kill doch Vipo.
Ah ja, hat auch ein bisschen gedauert. Aber Chrysler definitiv zu weit vorne. Er hatte gar keine Vision. Stellt sich trotzdem so weit nach vorne. Holt aber viel Zeit raus, Special dafür mit dem Turm. Ist aber bitter für ihn. Ich habe ja vorhin von der Wertigkeit des Flashes für Gragas gesprochen. Für Vladimir ist Flash auch ein ultra, ultra wichtiger Summoner-Spell. Den einfach so zu verlieren und trotzdem zu sterben, ist nicht unbedingt eine schöne Option, ne? Insgesamt holt Exler aber gerade auf der Karte mehr 2-1 Türme. Wobei auf der anderen Seite Bipo momentiert 2 Türme und auch da wieder viel Solo-Gold für ihn. Und das jetzt kurz vorm Drachen. Da die Botlane so weit rausgepusht zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, stimmt schon. Aber das Problem ist, dass der mittlere Turm immer noch steht. Der ist da, glaube ich, für Netic noch ein Dorn im Auge. Aber so einfach funktioniert das Spielchen nun mal nicht. Da musst du hart für arbeiten, um den zu bekommen. Ja, aber jetzt gab es sehr schnell sehr viel Gold ins Spiel rein, was beiden Teams natürlich, also beide haben hier ein Scaling, sehr, sehr gut tut. Worauf ich noch hinaus wollte, durch die Tatsache, dass du halt dann im späteren Spielverlauf, eben wenn Laning vorbei ist, mit der Botlane in der Mitte spielst. Axel hat nominell natürlich die besseren Sidelanes mit Syndra und Vladimir gegen Gangplank und insbesondere Orianna, die da nicht so gut aussieht. Aber du hast es angesprochen, sie haben mit Gangplank eine globale Ultimate und mit Tahm Kench eine semi-globale Ultimate. Und das gleicht diesen Schwachpunkt mehr als aus. Finde ich übrigens hier super in Ordnung, dass Axel sagt, wir wollen den Drachen gar nicht kämpfen. Wir können ganz in Ruhe noch ein bisschen weiter scalen. Wir haben keinen Flash auf Vladimir. Wie gesagt, ist halt sau, sau wichtig. Ich glaube, hätten sie Flash auf Vladimir gehabt, hätten sie gesagt, jo, wir können das Ding contesten. Und so lassen sie sich einfach ein bisschen Zeit. Vladimir jetzt auch mit seinem zweiten Item fertig. Ein sehr früher Voidstaff ist es hier geworden. Also hier... Ja, einfach weil schon viel Magieresistenz mit da ist. Also er hat den Hexdrinker gegen sich. And she's Mercury Boots auf dem Midlaner. Aber Gragas hat jetzt noch nicht so viel. Solaris aber auch noch. Genau. Fertiggestellt. Also Hexdrinker auf dem Toplaner. Also das ist schon in Ordnung. Ja, das ist viel Magieresistenz für diesen Zeitpunkt. Voidstaff ist so gesehen ja auch immer Warf. Das Ding scaled ja auch ins Game mit rein. Ist ja jetzt nicht so, dass der immer schlechter wird. Je mehr Magieresistenzen die Gegner bauen, desto besser wird Voidstaff für dich. Er gibt ja auch Sinn. Ich meine, Banshee ist allein schon gegen die Syndra fast schon Pflicht hier für Nemesis. Allein der Magieresistenz halber. Und ja, der Schild hilft natürlich gegen die Ultimate nicht so sehr, aber gegen den Thrash natürlich auf der anderen Seite umso mehr. Und du, auch Vladimir, du brauchst ja die Magieresistenz. Jetzt kommen wir auch langsam in den Bereich rein, so wenn die drei Itemmarken überschritten werden, wo der Nasher eine Rush-Option für beide Teams darstellt. Das ist natürlich so ein Objekt, was viel interessanter wird, vor allem was auch die Taktiken und den Aufbau des Spiels bei beiden Teams verändern wird. Weil dann kann man nicht mehr sagen, hey, wir ignorieren den ein bisschen, lassen die da liegen. Dann heißt es, oh, ich habe die Gegner 10 Sekunden nicht gesehen. Scheiße, sind die schon am Nasher dran? Ja, das stimmt schon. Ja, letztlich vergleichsweise ruhiges Spiel, wobei Fnatic so langsam scheint es die Überhand gewinnt. Auch die beiden Cloud-Tracks sehr, sehr gut für sie, wenn man schaut, so eine Shockwave schneller zur Verfügung zu haben. Also sie profitieren mit ihren Ultimates auch von diesen Solo-Cloud-Tracks sehr hart. Nicht nur von der Soul. Da profitiert letztlich Excel wiederum besser. Ja, ich meine, die Soul ist trotzdem in Ordnung. Die kannst du ganz gerne mitnehmen bei Fnatic, aber ja, klar. Für Excel ist sie wahrscheinlich, wenn ich so umrechnen müsste, 10-mal besser, 10-mal wertvoller. Aber es ist ja auch in dem Moment, wo du sie selber bekommst, kannst du sie Excel ja auch verwehren. Dann können sie nie wieder bekommen im Spiel, was ja auch nicht so verkehrt ist. Also die Drachen werden, der nächste wird glaube ich noch so ein bisschen unerheblicher werden. Da können sich beide Teams sagen, wir haben jetzt keinen guten Spot, ein bisschen zu spät die Kontrolle aufgebaut. Das Ding können wir flöten gehen lassen. Und danach, denke ich mal, wird es ins Eingemachte gehen. Ja, sehe ich ähnlich. Na, auch Patrick, wie viel CS der Junge hier bekommt. Und er geht natürlich auf ein astrein Crit-Bild, gar keine Frage. Du hast es angesprochen mit den Ricochets. Sehr, sehr wichtig. Deswegen skatet er dann auch besser als Reckless. Zumindest was die Teamfights angeht. Aber auch da haben wir ja gesehen, ne? Varus mit Penetration, was der da anrichtet, wenn er die richtigen Ziele trifft. Also ein schönes Q und dann hat Patrick auch mehr als die Hälfte seines Lebens verloren. Die Adaption hier von Thora auch übrigens ziemlich cool, dass er, was eher ungewöhnlich ist, sich für ein sehr, sehr frühes Mikaels entschieden hat auf Thresh. Einfach nur, weil diese Chain of Corruption schwierig zu outplayen ist. Na, ich habe es ja vorhin so ein bisschen angerissen. Und er damit diese Chain of Corruption nachträglich sehr gut negieren kann. Also ist hier einfach eine sichere Lösung, um auch die wichtigen Champions im Spiel zu halten. Ja, jetzt erstmal die Ping. Was wir gerade sehen, ist immer wieder so ein Fight jetzt auch um das Tempo und natürlich auch um die Vision. Also da gerade momentan Fnatic besser aufgestellt, zumindest was die Topside-Vision, was die Nash-Vision angeht. Natürlich auf der Blue-Side auch ein bisschen einfacher umzusetzen als auf der Red-Side.
Boardzeit gibt es jetzt noch keinen Grund für. Vor allem für Fnatic nicht. Also ich meine, sie werden diesen Inip-Turm ohne Nash sowieso nicht bekommen. Also für Fnatic gibt es keinen Grund, gerade um Bot zu spielen. Oh, jetzt die Siebe Ultimate und Gragas Ultimate stolze Nummer raus. Weil da werden sie niemals was holen können aktuell, weil die Wave einfach zu weit gepusht ist. Kreis freest das Ganze auch. Midlane-Turm gibt Exe hier gerade auf. Endlich. Also Fnatic musste sehr lange für kämpfen. Die können damit sogar weiter durchgehen. Sie wissen, zwei Leute müssen sich zurückziehen oder Patrick kann zumindest gerade nicht aggressiv verteidigen. Er ist auch gerade auf der Topside unterwegs, also der pusht da auch weiter. Hätte zwar DP ab, aber Syndra DP ist halt immer so eine Sache. Die Sache ist, dadurch, dass er jetzt oben pusht, hat er gleich die Priorität von seiner Rotation und ist schneller beim Drachen und kann eventuell dafür sorgen, dass Fnatic einen Teleport extra einsetzen muss. Aber ganz ehrlich, juckt es Fnatic? Die haben Reckless Teleport gleich wieder da, die haben auf Nemesis und Vipo. Die haben gerade zwei Türme bekommen, beide in der Mitte. Also das ist super entscheidend gerade gewesen. Top Lane, wie du gesagt hast, reingepusht. Also es war ein starker Move hier von Fnatic. Und Axel scheint so, als würden sie für den überraschenden Nash gehen wollen. Trauen sie sich? Ja, sie haben direkt mal gestartet. Die Gegner ziehen sich jetzt gerade erst alle zurück. Also Fnatic ist da so ein bisschen... Ha? Reicht der DPS? Aber das kann halt auch genauso gut ein Throw werden. Nemesis ist in Position. Keiner weiß, dass er da oben ist. Das könnte jetzt der entscheidende Moment in diesem Spiel sein. Nash schon über die Hälfte. Oh, die Shockwave! Sagen, kommen wir dazu. Die Shockwave war super reckless. Bekommt ihr den Kill und jetzt ist Fnatic da. Und die sind alle low. Patrick wird ebenfalls abgeholt. Einlachte war am Platz hier. Axel hat sich übernommen und die Shockwave überhaupt nicht einkalkuliert. Und damit Triple Kill für Reckless. Fnatic übernimmt den Nash. Und jetzt endgültig das Game. Das war komplett Coinflip. Also, dass sie dafür gehen und das halt so durchziehen, war perfekt für Nemesis. Also, Nemesis hat zu 100% die beste Position gehabt, die er haben konnte. Hat auch noch ein gutes Gefühl gehabt. Er hat ja gewartet, keine Vision gehabt, hat den Ball spät rübergesetzt, eine Combo getroffen, Ball nochmal replatziert, Shockwave auf drei Mann. Einer ist es geflasht, die anderen sind voll am Arsch gewesen. Und damit pushen sie jetzt direkt weiter. Midwave passt auch perfekt für sie. Jetzt hatten sie eben reingepusht. Geht sogar dran, bis an den Inhib. Drache genommen, drei Drachen. Jetzt guck mal, Shockwave schon wieder ab. Ja, mit drei Cloud Drakes. Das geht mit den Oldcooler, ist ja ziemlich zackig. Für Gangplank auch mega nice. Für das ganze Team. Also das war gerade ein Fehler, der wird wahrscheinlich auch das Spiel bedeuten. Exil hat sehr lange, sehr geduldig gespielt und gerade haben sie einfach die Nerven verloren. Sie haben bis 29 Minuten echt stark gespielt, aber hier, ja, TP von Reckless sogar um mit dem Homeguard-Buff. Mit dem Jumus, wie er dann auch lang speedet. Ja, schnell genug da, aber Nemesis macht hier den entscheidenden Unterschied. Kann alle raushauen. Guck mal, Patrick ist low, Special ist low. Special stirbt sofort, wenn Reckless noch einmal trifft. Setzt seine Ultimate ja nochmal auf Olaf hinterher. Ich meine, da kann ich sie seed werden, aber die 6 kommt trotzdem rauf. Ja, und dann wird die einfach aufgeräumt. Also da hat Fnatic mit Axel gerade komplett den Boden gewischt. Ja, das war einfach eine sehr unkoordinierte Aktion. Ja, einmal kurz checken, aber dann Fnatic zu schnell da aufgepasst und der Vorteil jetzt schon sehr, sehr groß. Safe geht da rein und Patrick platzt einfach weg gegen den Damage, den Selfmater alleine schon mitbringt. Damit fehlt dir jetzt der Wave Clear hier in der Mitte. Special gerade auf der Topside, der Inip. Easy Snack hier für Fnatic und die kommen hier komplett mit der Ramme rein. Ja, Fnatic hat das sauber gemacht. Ich meine, für mich, auf dem Blatt Papier finde ich die Komposition von Axel immer noch ganz gut, aber diese einzelnen Fehler, ne? Kreis, der zum Beispiel unten gecatcht wird, einzeln sein Flash verliert. Oh, da der Hook jetzt, Gragas Ultimate, das war stark gemacht hier, Double Kill und das war's. Das ist es jetzt für Fnatic, Triple Kill erneut für Reckless, Kreis, Last Man Standing, holt sich zumindest nochmal Ylissang, aber das ist der Nexus und das ist das Spiel. Fnatic am Ende deutlich stabiler. Da reichen ihnen 3-4 überragende Minuten aus und 3-4 Minuten der Schwäche sind 3-4 Minuten zu viel für Excel. Ja, der Dash hat das Ding halt sofort komplett gekippt. Bis dahin war es noch so, man hat gemerkt, dass Fnatic einfach, um es direkt auszudrücken, Fnatic war für mich das bessere Team. Die haben besser gespielt, souveräner, waren auch nicht fehlerfrei, mussten sich gegen die Combo auch ein bisschen härter anstrengen, um dagegen erstmal so ein bisschen nach vorne zu kommen. Aber letzten Endes hat man sich dann wahrscheinlich gesagt, hey Jungs, Fnatic wird hinten raus das bessere Team sein, probieren wir es mal mit dem Dasher. Aber gegen drei Teleports und Ding runterzubrechen. Das ist halt auch so das Ding. So, Excel hat wirklich, ne, fast 29 Minuten extrem stark gespielt. Ja, immer nur so Kleinigkeiten, man hat so Fnatic so leicht über Wasser, aber nichts, was man nicht hätte reparieren können. Also noch ziemlich even bis dahin das Game. Dann kam der Nasher. 3 Minuten später, GG. Ja, schwierig. Also das wäre meine Analyse. Zum Glück bin ich kein Analyst. Zum Glück haben wir da richtige Experten für euch stehen und an die geben wir jetzt ab. Von uns war es das. Danke natürlich wie immer an Eis. Es ist mir ein Fest und viel Spaß an Bart, Tim und Annika. Ja,
dank dir, Mori. Ne? Natürlich habe ich ein paar gute Analysten an meiner Seite. Tim, du hast gerade den Greenroom mit mir verlassen mit den Worten, Excel hätte das nicht verlieren dürfen. Warum hätten sie es nicht verlieren dürfen? Warum haben sie es dann doch verloren? Ja, ganz simpel gesagt, du hattest Wladimir noch auf 2 Items, 2,5, als sie den Nash angefangen hatten. Du hattest Sivir zwar auf 3, aber gerade mal auf 3 Items, also das Spike nochmal auf 5 Items, komplett insane. Sivir genauso wie ein Wladimir. Sie hätten Safe Call, einen Fnatic outscaled, hätten die später mit Olaf und Sivir Ulti probably überrannt. Da hätte auch der Gragas Disengage nicht mehr viel gebracht. Zumal sie am Anfang 2 Drakes gekriegt hatten, sie konnten ein solides Midgame spielen. Klar sind sie immer ein Stückchen behind gefallen, aber das war nicht schlimm, weil je länger das Game gegangen wäre, glaube ich, hätte Excel das gewinnen können und deciden dann einfach irgendeinen weirden Nash zu gehen, muss man aber auch Fnatic hier loben, vor allem gerade Nemesis, der sich da sehr, sehr gut positioniert hat, als sie gesehen haben, dass sie den Baron machen, kam dann oben von dem Tri-Bush mit einer sehr, sehr schönen 3-Mann-Ulti, definitiv stark da geholt, aber auch wieder, muss ich sagen, großer Troll von Excel, da den Nash anzugehen, hätten definitiv gewinnen können, aber trotzdem schönes Spiel von Fnatic. Findest du auch, Excel hat so große Fehler gemacht, Annika, oder gab es vielleicht für sie auch so einen kleinen Lichtblick? Ich meine, Fnatic 3-0, für Excel geht es ja eigentlich in diesem Split wieder in die Playoffs zu kommen. Waren da trotzdem gute Ansätze zu sehen? Ich glaube schon, dass man ein paar gute Ansätze hat sehen können. Gerade eben, dass Excel in der Lage war, mit einer Comp, die eigentlich relativ spät erst wirklich anfängt, gut zu skalieren, waren sie in der Lage, schon früh Drachen zu holen. Und gerade eben mal ersten Drachen mitzunehmen, zweiten Drachen mitzunehmen, ist eigentlich immer ganz lukrativ, weil du dafür sorgst, dass die Comps, die zwar früher anfangen zu scalen, ein bisschen länger brauchen, ehe sie an einen Elder Drake rankommen. Heißt, sie haben eben nicht so stark diesen Timer von einem Elder am Rücken, den sie früher fighten müssen, ehe sie eben auf dem Power Spike sind. Trotzdem muss man sagen, dass dieser letzte Fight am Baron, oder ja, es war ja eigentlich wirklich der letzte Fight, in der komplett das Genick gebrochen hatte. Weil vor allem das an einem Zeitpunkt passiert ist, wo genau Fnatic ihre Items da haben wollte, wo sie es hatten. Sie hatten eben einen 3-Item-Vitality-Varus. Sie hatten Orianna, die echt gut im Saft war. Und da eben den Fight zu nehmen, war eine katastrophale Fehlentscheidung. Ja, vor allem haben wir auch was Generelles gesehen, und zwar, dass der Draft eigentlich sehr gut war von Excel. Tim, du hast auch gesagt, sie haben den Draft komplett gewonnen. Das sieht man eigentlich selten, dass man mit einer Scaling-Kombo trotzdem keine Hard-Losing-Lane hat an der Stelle. Wie überträgt sich das jetzt auf andere Matches? Wie ist das jetzt relevant für die derzeitigen Spiele? Du meintest, eigentlich ist der Draft halt komplett entscheidend, auch wenn es hier an der Stelle halt nicht gereicht hat. Also ich finde generell, wenn du jetzt darauf schon ansprichst, Draft ist super wichtig gerade in der Meta. Fast so wichtig gefühlt wie noch nie. Gerade weil du super viele richtig krasse Powerpicks hast, bis auf vielleicht jetzt irgendwelche AD-Carries in Kombination mit einer Lulu oder einer Yumi, wodurch du aber auch eben das Game lang ziehst, und da sind Counterpicks etc. gerade so wichtig, und du hattest ein solides Matchup mit einem Olaf gegen einen Gragas, du hattest das Scaling Sivir, den Freelane hat eigentlich gegen den Varus, und in Term Kennedy durch den Wave Clear und den Poke, den du mit deinem Schild interrupten kannst etc. Und ja, ich weiß nicht, mir hat Excel Draft eigentlich unnormal gut gefallen, und auch so haben sie solide gespielt. Aber dementsprechend, daran können sie auch gleichzeitig arbeiten. Also es ist jetzt meiner Meinung nach nicht schwer, die Fehler da zu analysieren von dem Game. Gerade in so einem Spiel gegen Fnatic können sie sehr, sehr viel für die nächsten Wochen ziehen. Aber auch ein Fnatic kann auf die Leistung jetzt aufbauen. Und ja, schönes Abschlussspiel, fand ich. Ja, definitiv. Was wir sonst noch mitnehmen können, auch für andere Matches. Wir haben viele Teams gesehen, die probiert haben, im Draft nicht die Top-Picks zu kriegen, weil es die auch unter anderem nicht gibt, sondern die eher probiert haben, das zu countern, was die Gegner picken. Und es war sehr erfolgreich, Annika. Ist das was, was die Teams jetzt aus der ersten Woche mitnehmen können? Sollte man generell eher versuchen, die gegnerische Kombo zu countern, oder einfach was draften, womit man sich selber wohlfühlt? Ich glaube, es kommt auch tatsächlich sehr darauf an, wie viel eigentlich gebannt wird, weil wir hatten jetzt sehr viele Teams, die sich am ersten Tag noch etwas experimenteller mitgezeigt haben, während dann so gerade gestern eher diese ganzen Late-Game-Scaling-Comps überzeugen konnten. Heißt, die meisten Teams haben so ein bisschen geguckt, was ist noch übrig, und alle haben eher so ihr eigenes Ding gemacht, dafür gesorgt, dass ihre eigene Comp erstmal gut synergiert, als sich wirklich darauf zu verlassen, dass man wirklich gute Counter-Matchups findet. Weil gerade dann eben meine Rek'Sai zu picken, wenn du Lee Sin als Gegner hast, oder eben Counter für den Jarvan zu finden, hat sich dann doch gestern schon immer wieder als so der etwas bessere Ansatz herausgestellt, mit dem man dann eher nochmal im Early-Game was rausreißen konnte. Dass ich auch finde, oder was ich auch glaube, dass ich das heute und auch in der nächsten Woche nochmal eher durchsetzen wird, dass du eben versuchst, mehr Counterpicks auch zu finden, die trotzdem sich mit dem Late Game gut vereinbaren. Ich denke auch, dass gerade Sivir so in die Richtung ein guter Ansatz gewesen ist, weil sie halt wirklich von der gegnerischen Comp profitieren konnte und sie deswegen erst enabled wurde. Ja,
was das insgesamt jetzt alles heißt, ne? Wie die Teams gespielt haben, wo Exe jetzt steht, das sehen wir, wenn wir auf die Standings gucken. 3 Spieltage in der ersten Woche heißt natürlich auch, dass sich ein bisschen was getan hat. Rogue Fnatic immer noch mit einem 3-0 vorne, wobei Rogue meiner Meinung nach sogar noch eindeutiger aussah als Fnatic. Na, Fnatic hatte 2 Games zwischendrin, wo es wirklich knapp war oder knapp hätte sein können. Dann SK mit Lions und Vitality auf dem 3. Platz. Das ist auch was, wo man wahrscheinlich bei Vitality und SK ein bisschen überrascht ist. Vor allen Dingen ist aber überraschend, dass Origin und G2 zusammen mit Misfits gerade mal einen Sieg mitnehmen konnten in der ersten Woche. Und Excel und Schalke bisher mit keinem einzigen Win. Das muss ich traurigerweise sagen, ist nicht ganz so überraschend wie der Rest. Aber trotzdem, ich glaube tatsächlich, die Teams sind alle näher beieinander, als es im letzten Split noch der Fall war. Auch wenn so ein paar Teams, ne, wie Schalke oder Excel noch nicht gewinnen konnten. Rein draftmäßig zum Beispiel hatten sie immer gute Voraussetzungen. Ja, doch, definitiv. Also drafttechnisch, ich glaube, in Schalke muss man, das, auch wenn ich das jetzt oft gesagt habe heute und auch gestern, und es tut mir auch ein bisschen leid, aber die haben da noch wesentlich mehr Baustellen als andere Teams von den Games, die wir jetzt die letzten 3 Tage gesehen haben. Die anderen Teams haben alle eigentlich, zumindest sie wussten, was ihre Win-Conditions sind. Sie sind ja auch gut angegangen. Vermeintlich schlechtere Teams einen guten Start hatten und dann am Ende die Games gethrowt haben, obwohl sie es hätten gewinnen können, lag häufig eher daran, dass sie wichtige Calls wie einen Baron oder irgendwelche Fehlerrotationen im Early Game, wo sie Heralds oder Drakes verloren haben. Ich glaube, das sind die 3 das sind die wichtigsten Baustellen, worauf sie sich in den nächsten Wochen fokussieren sollten. Und dann denke ich mal, dass das noch sehr, sehr spannend wird in den nächsten Wochen. Denkst du auch, es bleibt spannend, Annika? Wird sich noch irgendwas großartig tun in der Tabelle? Oder kann man jetzt schon von einer kleinen Prognose ausgehen, so wie es jetzt aussieht? Ich sage, es sind jetzt erst 3 Tage gewesen, muss auch sagen, Super Weeks sind natürlich auch immer anstrengend, weil du dich halt auf mehrere Gegner vorbereiten musst. Ich denke, es wird dann noch ein oder andere Änderungen geben. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass jetzt auch gerade mal viele von den jüngeren Teams, viele von den komplett neu zusammengewürfelten Teams zeigen konnten, dass sie durchaus in der Lage sind, in so einer Stresswoche zu performen. Ja, wir können auch gerne noch mal drauf gucken, welche Teams nächste Woche gegeneinander antreten werden. Wie das da aussieht, dann nämlich Vitality gegen Rogue, könnte auch nochmal spannend werden, weil Rogue ja aktuell so gut aussieht, Vitality aber Aufholpotenzial hat. SK gegen Misfits, für SK potenziell der nächste Win. G2 gegen Schalke, die natürlich auch aktuell nicht in jeder Begegnung der Favorit sind von vornherein, zumindest nach dem, was wir bisher gesehen haben. Origin gegen Excel und Fnatic gegen Mad Lions. Das Ganze wird am Freitag stattfinden in der nächsten Woche. Das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Fnatic gegen Mad Lions wird ein sehr, sehr geiles Game werden. Vor allen Dingen, weil da 2 Contender für den ersten Platz in diesem Split gegeneinander antreten. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ansonsten für heute war es das, Ladies and Gentlemen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr da wart. Gerne. Annika, dich werden wir in der nächsten Woche hauptsächlich in der Prime League, glaube ich, wiedersehen. Das wird da auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr spannend. Schaltet da gerne ein. Und Tim, dich sehen wir wahrscheinlich in deinen Streams, wenn du mal wieder einen Kaffee umwirfst und über die Tastatur gibst. Ne? Ansonsten, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Jederzeit wieder gerne. Ne? Ich hoffe, es wird noch ein paar Mal passieren. Stimmt. Und bei euch bedanke ich mich auch, dass ihr zugesehen habt heute. Sehr, sehr fleißig. Ja? Es waren eine ganze Menge Leute, waren aber auch geile Games. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Habt noch einen ganz entspannten Abend. Auch nochmal danke an die Crew, danke an unsere Sponsoren, danke an alle Leute. Haut da rein, macht euch einen entspannten. Bis dann, euer Bart.